Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Overclocked. Ich freue mich ja so mal wieder spielen zu können, das Spiel, denn als ich das letzte Mal hier aufgehört habe, war ich so heiß drauf zu erfahren, wie es weitergeht und musste das Spiel jetzt über einen Monat ruhen lassen, weil ich einfach keine Zeit hatte, aber jetzt geht's endlich mal wieder so ein bisschen. Und wenn ich mich recht entsinne, waren wir hier in der dritten Erinnerungsphase von Ray aus Zelle 3 und uns wurde gerade von einer wunderhübschen Dame entweder Laura oder Victoria, zumindest habe ich mir das so aufgeschrieben, hier heißt sie, das Tagebuch von Jonathan überreicht, der nicht mehr ganz so fit zu sein scheint, was den Geist angeht. Und da wollen wir auch am besten gleich mal reinschauen, würde ich sagen, bevor wir hier irgendwas anderes machen in der Erinnerung. Hui, ja gut, ich lese mal vor. 10.11.2007. Zwischen gestern und heute liegt nur ein Tag. Und eine Ewigkeit. Zwischen hier und zu Hause liegen nur ein paar Kilometer und eine Welt. Etwas ist passiert mit mir. Es ist grausam. Es ist gut. Es ist die Erfüllung des Traums. Mom, Dad, erschießt mich. Ich habe das Blut gesehen. Im Flur. Viel Blut. Es wäre schön, ein Bad darin zu nehmen. Es wäre schön, die Wände zu streichen mit Blut. Einen ganzen Raum zu haben in Blutrot. Ein Zimmer, das dunkelrot leuchtet, wie das Innere eines Mutterleibs. Ich will sterben. Ich will töten. Du oder die anderen. Sie haben gesagt, wir spielen. Ich spiele nicht. Niemand spielt. Das ist kein Spiel. Es hat jemand geschossen. Ich habe geschossen. Du hast geschossen. Setz dich. Schalt den Computer ein. Du bist tot. Tot. Wir sind hier. Wir sind Feinde. Ich habe Angst. Sie quälen mich. Es dauert nicht mehr lange. Ich will nach Hause. Mom, Dad, hört ihr mich? Holt mich raus hier. Ich töte euch. Schlag deine Mutter tot. Lass sie ersticken an ihrer Liebe. Wer von ihnen ist es? Ich bin es, Laura. Sie tröstet mich. Ich hasse sie. Sie soll hängen an ihrer eigenen Haut. Das Reh. Es war ganz leicht, es war furchtbar. Wenn ich tot wäre, ich könnte auf das Leben hinabsehen, wie aus einem Dachfenster im Weltall. Unten ginge das Schlachten weiter. Dafür sind wir hier. Mom, Dad, kommt her, helft mir. Ich bin allein. Ich hatte einen Traum. Schüsse fielen durch die Tür. Ich war es. Nicht. Ich war es nicht. Es war ein Traum. Es war echt. Es ist wahr. Gänge, Gewehre, Korridore, Feinde. Es ist nur ein Spiel. Schieß alles nieder. Wenn jemand stirbt, fließt kein Blut. Ein Bild von Blut ist kein Blut. Ich habe Angst. Das macht mich stark. Wenn sie kommen, werde ich bereit sein. Ich muss hier weg. Ich kann nicht mehr. Wir müssen fliehen. Ich töte sie, dann fliehe ich. Sie wollen mich umbringen. Aber ich werde ihnen zuvorkommen. Ich bin nicht feige. Ich bin nicht feige. Weg, nur weg. Am Zaun geht es vielleicht. Schwimmen durch die Bucht. Ich werde es nicht schaffen. Alles ist leer. Und gefüllt wird es mit Hass. Alles ist ausgelöscht. Alles ist gelöscht. Gelöscht, gelöscht, gelöscht. Deleted, 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 delete, delete und so weiter. Ja, klingt so, als ob der wirklich eine schwere psychische Störung hätte, der Jonathan. Aber, ja, klingt so, als ob die irgendwelche Experimente mit denen gemacht haben und denen gesagt wurde, ja, es ist bloß ein Spiel, macht ruhig, wir wollen sehen, wie ihr reagiert. Und jeder von ihnen, vor allem er, weiß, es ist kein Spiel. Und dann wollen wir mal in den Gang gehen und mal schauen. Ich denke mal, Jonathan wird dann in der Zelle hinten sein, denn in der letzten Erinnerung von Ray, wenn ich das noch so richtig weiß, auch wenn es schon ein bisschen her ist, dann war er dort drin gewesen und ist darüber geflohen, über die Zelle. Und falls es jemand noch nicht aufgefallen sein sollte, was denke ich ziemlich schwer ist, ab dieser Aufnahme nehmen wir auch mal ein Breitbild auf. Ich hätte schon eher auf die Idee kommen können, das gebe ich zu. Aber jetzt auch alles in Breitbild und ich hoffe, es sieht nicht breit gezogen aus, das Bild. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Das kann aber auch einfach nur so wirken, weil jetzt einfach mal
das Bild halt noch... Ich bin noch nicht so weit, wenn ich mich bloß erinnern könnte, was mir noch fehlt. Du bist noch nicht so weit. Okay, dann gehen wir mal in die Küche. Los, lauf, Jonathan. Nein, nicht Jonathan Ray, meine ich natürlich. Schauen wir mal. Schublade mit Taschenlampe ist jetzt noch nicht. So, ansonsten haben wir hier erstmal nichts. Gucken wir mal hier. Küche vielleicht? Willst du was backen oder was kochen? Hm, wie wär's? Nicht so? Gut, dann nicht. Okay, dann gehen wir wieder raus in den Gang und schauen mal, was hier bei den anderen Zimmern vielleicht so ansteht. Cliffs Zimmer zum Beispiel. Er hat die Tür abgeschlossen. Dieser Mistkerl. Gut. Dann weiter zu Lauras Zimmer. Lass mich raten, sie hat abgeschlossen. Ich habe was anderes zu tun. Was? Was denn? Jonathan. Ach, stimmt, wir sollen zu Jonathan gehen, natürlich. Habe gehört, dir geht's nicht gut. Weißt du was? Das glaube ich dir sogar. Das ist doch dein Tagebuch hier, oder? Hey, jetzt warte doch. Wo willst du denn hin? Okay, der wirkte wirklich sehr fertig und ist also momentan noch nicht in der Zelle, aber ich nehme mal an, er wird so austicken, dass wir ihn in die Zelle bringen müssen. Nein, das kann nicht sein. Was macht der denn jetzt hier? Ich hatte doch... Das gibt's nicht. Cliff ist da? Okay. Dann hat er wahrscheinlich irgendwelche Vorkehrungen getroffen, um Cliff aus dem Weg zu ziehen. Wir schauen mal. Hey Cliff! Wie kommst du denn hierher? Tja, dumme Sache, was? Kümmere du dich nur weiter um das Mamasöhnchen und bleib mir vom Leib, klar? Sonst passiert ein Unglück. Du packst deine Sachen? Wie willst du denn von hier wegkommen? Das lass meine Sorge sein. Und jetzt raus. Ich sagte raus. Das gibt's doch nicht. Ich hatte ihn eingesperrt. Er muss irgendwie da rausgekommen sein. Irgendwas wollte ich bei ihm. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Okay, die beiden verstehen sich spitze und ich stelle mal die Sprachlautstärke noch ein kleines bisschen höher. Ja, machen wir mal voll. So, damit man dann auch versteht, was die erzählen und wir schauen mal vielleicht im Keller nach. Nein, auf keinen Fall gehe ich nochmal runter in diesen Keller. Dann eben nicht. Gut, wieder zurück. Vielleicht nochmal Cliff. Komm, das wird schon... Ach, wir horchen mal. Das ist gut. Mal schauen. Es ist still. Er scheint im Zimmer auf und ab zu laufen. Gut, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir machen einfach nochmal auf. Hallo? Ich sagte raus. Schade. Tja, dann hat er ein Fenster. Der hat doch bestimmt ein Fenster. Vielleicht können wir von außen irgendwie... Ich bin noch nicht so weit. Wenn ich mich bloß erinnern könnte, was mir noch fehlt. Du bist immer noch nicht so weit. Hm, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Dann gehen wir nochmal. Ja, Laura ist immer noch nicht, da will er nicht hin. Jonathan hatten wir schon. Victorias Zimmer, verschlossener Raum. Der sicherlich verschlossen ist, aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich sollte Hellseher werden. Gut, vielleicht ist irgendwas in Jonathans Zimmer, was wir mitnehmen können. Schauen wir nochmal. Hier irgendwas? Nein. So herum. Im Schrank wühlen geht auch nicht. Bett ist ebenfalls nix. Nee, hier ist wirklich gar nichts. Nein. Gut, dann gehen wir wieder raus. So, Victorias Zimmer vielleicht noch. Ja, ist abgeschlossen. Komm, mach schneller. Wir kennen das ja mittlerweile, wenn du an der Tür rumfummelst. Abgeschlossen. Große Überraschung. So, dann gehen wir vielleicht mal in unser eigenes Zimmer. Oder hier im Schrank irgendwas? Nein. Gut, eigenes Zimmer, los. Willst du den Schlüssel? Den Schlüssel willst du nicht. Kappe auch nicht, Radio nicht. Tja, mal hier wieder benutzen. Nee, ist nix.
Tja, dann ist natürlich jetzt die Frage, was wir machen sollen. Wir haben hier hinten noch ein Zimmer, das nicht benutzbar ist. Und ansonsten... Ja, hier ist bloß die Küche. Nein, auf keinen Fall gehe ich nochmal runter in diesen Keller. Ach, geh doch mal in den Keller. Ich will wissen, was da unten ist. Gut, dann gehen wir nochmal in die Küche. Vielleicht ist da jetzt irgendjemand. Nö. Super. Ach, hier unten. Ach nein, das ist bloß... Um die Richtung zu wechseln. Ja, toll, hier ist gar nichts. Im Fenster können wir auch nichts machen. Dann bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. So, ich nehme mal an, durch die Tür wirst du auch nicht gehen. Ich bin noch nicht so weit. Das war zu erwarten. Gut, dann wieder rüber zu Cliff. Vielleicht können wir das Tagebuch unter der Tür durchschieben? Nein. Wir bedrohen ihn mit einer Waffe, halt. Mensch, kannst du mal hier... Ach, ich finde dieses Menü einfach nur schrecklich mit diesen aufpoppenden Dingern. Geht auch nicht. Schade. Gut, dann... Tja, nochmal horchen? Es ist still. Es ist still? Dann gehen wir rein. Okay, doch nicht. Ich sagte raus. Ach Mensch. Tja, was machen wir denn dann, ist die Frage. Ehrlich gesagt habe ich keine richtige Ahnung. Nochmal horchen? Es ist still. Vorhin ist er gelaufen, jetzt ist es still. Sagt mir das irgendwas? Irgendwas muss man noch mit dem Tagebuch machen können. Nö. Jonathan scheint auch rausgerannt zu sein. Vielleicht will er ja jetzt mal bei Laura vorbeigucken. Ich habe was anderes zu tun. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. In Jonathans Zimmer war nicht, in unserem eigenen war nichts. Victorias Zimmer ist abgeschlossen, verschlossener Raum ist auch abgeschlossen. Schießen wir ihn mal auf. Geht nicht. Schade, schade. Tja. Dann bin ich wirklich überfragt. Hier haben wir bloß die üblichen Türen. Hier geht's bloß runter in den Keller. Ich benutze jetzt mal überall den Hotspot. Nein, du sollst da nicht runtergehen. Nochmal in die Küche. Irgendwo muss ja was sein. Hier ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Ich sehe zumindest nichts. Tja. That's a little bit doof, I would say, ne? Ja, bloß öffnen und horchen. Komm, wir gehen den noch mal ein bisschen auf den Sack hier. Ich sagte raus. Hier gibt's Auswahlmöglichkeiten, aber ich habe keinen Cursor, das ist natürlich doof. Können wir den irgendwie rauslocken? Vielleicht irgendwas, wo wir drauf schießen können? Nein. Seitdem wir können hier auf die Tür Mensch, diese Steuerung. Wir können hier auf die Tür schießen oder so? Nö. Ach, tja. Dann, so leid es mir tut, muss ich wohl nochmal einen kleinen Cut hereinmachen. Und bin sofort wieder da, sobald ich eine Lösung mir ausgekaspert habe und hier ein bisschen rumprobiert habe. Bis gleich. So, natürlich geht es hier weiter bei Cliffs Zimmer, wo sonst. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch. Wir müssen horchen, bis er mal wieder läuft. Und dann das Zimmer... Still. Ja, das ist nicht das Gute. Wir müssen Schritte hören. Und dann können wir das Zimmer betreten und Cliff steht nicht da. Komm schon. Er läuft herum, etwas weiter entfernt. Ja, sehr gut, genau das wollen wir. Und jetzt rein mit dir. So, und jetzt können wir diesen Zettel hier angucken. Aha! Ich sagte raus. Oh! Ich habe ihn, den kleinen Zettel. Ich möchte wetten, dass das der Schlüssel dazu ist, wie er aus der Zelle abhauen konnte. Ich hole jetzt die Taschenlampe und dann sehe ich mir das da draußen mal an. Also ist Cliff derjenige, der in der Zelle eingesperrt war und nicht Jonathan?
Aha, das ist natürlich interessant. So, jetzt habe ich aber gerade dummerweise nicht aufgepasst. Okay, der Flashback ist zu Ende. Na, dann ist das natürlich praktisch. Alles in Ordnung. Du bist hier, in Sicherheit.